Servus Leute, heute geht's zu der Ruine Lichtenfels und die liegt wirklich wunderschön bei einem See, da gehen wir jetzt hin. Sophie ist wieder mit, ja, du bist mit. Das ist wirklich sehr schön, da ist ein großer See und hinter dem See ist dann die Burg Lichtenfels. Es ist wunderschön bei diesem Stausee. Oben ist Fjordland gestanden. Weiter vorne gibt es auch eine Ruine. Weiß ich nicht, ob wir die Ruine heute besteigen, weil da ist so schön. Wir gehen jetzt einmal eine schöne Runde um diesen See. Ich glaube, der Ottensteiner Stausee oder wie der heißt. Es gibt da noch einen, aber ich glaube, das ist der Ottensteiner Stausee. Oder Ottensteiner. Können wir dann alles recherchieren. Aber schaut, wie schön der ausschaut. Wow. Spiegelklar, alles glänzt. Ein tolles Bild, für Maler bestimmt auch, ja. Jetzt gehen wir da eine schöne Runde. Kaum was los. Sieht so schön aus. Da muss man einfach mit dem Auto stehen bleiben. Das war jetzt spontan. Aber wie wir das gesehen haben, haben wir gedacht, da können wir schön spazieren gehen. Wir sind in der Zwettler Gegend, doch ein Stück von Wien entfernt. Und da haben wir es wirklich sehr, sehr schön zum Wandern, zum Spazieren gehen. Viel Natur. Sehr schöne Wege. Gut, da ist ein Baum abgebrochen. Wow. Was für ein schönes Panorama, ein schönes Bild. Der nächste Baum, was da abgebrochen ist. Ja, da lässt es sich gut spazieren gehen. Da ist wirklich so schön. Die Sonne blinzelt raus. Heute ist eigentlich ein sehr schöner Tag. Es ist gar nicht so kalt, aber auch nicht jetzt warm. Aber es ist gerade richtig, würde ich sagen. Zum Wandern das perfekte Wetter. Wie schön ist das? Gehen wir da mal eine Runde und schauen wir. Vielleicht gehen wir auch zu der Ruine. Jetzt machen wir da mal eine schöne Runde. Die Sophie macht ihr Geschäft. Wie schön. Ein Traumtag haben wir erwischt. Schau den blauen Himmel an.
Gar keine Wanderer unterwegs, keine Menschen, wir sind die einzigen. Komisch eigentlich. Wer weiß, wo uns die Wege dahin führen. Der Wald duftet, vor allem diese Tannen, was auf der Seite sind. Wow, herrlich. Waldspaziergänge sind immer besonders, da hat es auch ein bisschen eine Höhenlage. Da geht es auch immer wieder ein Stück bergauf. Wenn ihr da schauen könnt, immer geht es ein Stück bergauf. Schöne Felslandschaft auf der Seite. Ja, da steckt auch viel Geschichte dahinter, da bin ich überzeugt. Zum Spazierengehen. Eine traumhafte Gegend. Sophie ist auch begeistert. Das gefällt ihr. Heute den FBI-Look. Lass dich mal anschauen, Sophie. Genau. Da kann halt auch nichts mehr passieren. Wenn das FBI mit an Bord ist. Boah, ein bisschen geht eine die Luft aus. Jetzt geht es wieder bergab. Aber die Landschaft, die lässt sich schön anschauen. Da ist eine Brücke, da kann man dann auch schön runterschauen. Da haben wir vorhin runtergeschaut. Jetzt gehen wir da die Runde. Ist enorm hoch, die Brücke. Da schaut man in die Tiefe hinunter. Da sind wir jetzt schon ein bisschen näher beim Wasser, aber da oben bei der Brücke, die ist wirklich sehr hoch. Ein paar Waldvögel hört man, ansonsten von Wildtieren nichts zu sehen. So, jetzt kriegt ihr Wasser. Jetzt kriegst du Wasser, Sophie, komm her. Jawohl. Komm noch. Komm, ein bisschen noch. Komm noch. Ich glaube, sie hat genug. Ich werde mich da jetzt ein bisschen zum Wasser hinunterwagen. Da gibt es einen Weg. Sophie, komm her. Sophie ist ein bisschen da jetzt von der Leine fast entkommen. Aber ich habe sie schon. So folgt es eigentlich, wenn ein Feld ist oder was, lasse ich es eh ohne Leine gehen. Aber hier besser nicht. Mag nicht, dass da ins Wasser reinhuft oder das wo abstürzt. Viele Wurzeln sind nahe, sie ist ein bisschen wild, sie läuft viel. Nicht, dass da wo abstürzt und Wildtiere vielleicht gibt es auch.
Jetzt hoffe ich schon mal ein bisschen runterkommen. Vorsichtig. Vorsichtig, Sophie. Langsam. Wie klar das Wasser doch ist. Wow. Genial. Wirklich sehr schön. Einfach nur wow. Bin begeistert. Meine Freundin auch. Es ist unglaublich schön da. Macht sehr viel Spaß da spazieren gehen. Sophie hat ein bisschen geweint. Sie wollte mit runtergehen, aber da ist so steil besser nicht. Sie ist zu wild. Jetzt tragen wir sie jetzt ein Stück, schauen wir, ob es dann später wieder gehen will. Jetzt ist sie ein bisschen müde. Macht dann nichts. Die Ruine ist genau dazwischen, weiß ich nicht, ob wir da rüberkommen. Überall ist der Stausee. Da müssen wir doch eine lange, lange Runde machen. Weiß ich nicht, ob wir da rüberkommen. Aber wirklich sehr schön, die Ruine. Jetzt gerne gesehen, aber jetzt machen wir halt die Stausee-Runde. Jetzt haben wir eine Möglichkeit gefunden zur Ruine und jetzt gehen wir auch dorthin. Da geht ein Weg hinunter. Jetzt sind wir durch einen Camperplatz gegangen, war sehr, sehr interessant. Sehr viele Camper, aber die Saison ist noch nicht eröffnet. Und da geht es jetzt rechts zu der Ruine hinauf. Da sieht sie schon hervor.
Wow. Ja, muss auch mal eine schöne Burg gewesen sein. Eigentlich noch fast komplett vorhanden. Da hat man einen schönen Ausblick jetzt. Da haben sie abgesperrt, dass nichts passieren kann. Wir sind ja da eine ziemlich lange Runde um den Stausee gegangen. Ja, jetzt beim Retourgehen haben wir einen besseren Weg gefunden zu der Ruine. Weil dieser Weg beim Stausee, das wäre doch enorm lang. Ich würde sagen, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, Baba.